Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin und hallo Leute, willkommen bei mir. Ich zeige gerade auf mich. Ist das nicht geil? Obwohl ihr es nicht sehen könnt. Ich winke auch immer, wenn ich mich verabschiede. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber ich winke immer dem Monitor zu. Beim letzten Video habe ich mit dem Zeigefinger dazu gewunken. Bitteschön für diese wertvolle Information. Wahrscheinlich löscht jetzt gerade eine Erinnerung aus eurer Jugend aus. Ist für mich aber vollkommen in Ordnung, da kann ich mitleben. Ich kann mich wieder, das ist wieder hier die alte Scheiße. Die Startpunkte auf Grimplexus, die sehen für mich alle gleich aus. Ich weiß nie, wo ich lang gehen soll, verdammt. Es sei denn, so die Spalte dazwischen, F10 und E10, da sieht man halt den Weg direkt. Aber ansonsten, dieser Startpunkt, G10, ich laufe immer falsch, immer falsch, immer falsch. Meistens gehe ich links rum, ist irgendwie immer falsch. Aber jetzt hier gerade scheine ich die richtige Entscheidung getroffen zu haben, bin mir noch nicht entschlüsselt. Es ist auf jeden Fall wieder der Stalker 3B geworden. Tatsächlich funktionieren die zwei MRM20er ganz gut. Recht hitzeeffizient. Der ganze Computergedöns da drin, Beagle Active Probe und sowas, ist halt ein netter Bonus. Der Targeting-Computer, den finde ich, das finde ich immer eine ganz coole Geschichte, muss ich zugeben. Wenn man so ein bisschen einfach Mac-Verbesserung durch ein Bauteil hat, auch wenn es nur kleine Bereiche sind. Und der Targeting-Computer ist einfach geil, wegen, um, ach nicht, der, die Beagle Active Probe ist geil, um ECM zu kontern und UAVs über einem zum Beispiel werden dann auch aufgedeckt, was mich ja immer wieder sehr erfreut. Vor allem, wenn ich mit Streakmax unterwegs bin, dann kann man nämlich mit Streaks eine UAV abballern. Finde ich immer wieder witzig. Gefällt mir. Hitzeffizienz bei diesem Teil, wie gesagt, also ist definitiv, also spürbar gestiegen, sag ich mal. Klar, Permanent Dauerfeuer ist dann schon so eine Sache, wo man sich so sagen muss, boah, what the fuck, mache ich das jetzt wirklich? Ist das mein Ernst? Und, wo man dann auch mal Heißluft explodiert. Wie bei vielen Laser- und Raketen, das Ding ist Salt McWills, aber es lohnt sich. Man kann schon mit ein bisschen Feuerkontrolle, Heat Management, habe ich nicht, ganz gut arbeiten mit diesem. Also man kann es auch ohne, ansonsten würde ich euch jetzt nicht hier ein Video dazu hochladen. Ja, wir kicken einmal nach vorne. Thank you. New target acquired. So weit, den würde ich nicht mal mit Onkel Smithers erreichen. Left side? Geil, da haben wir gleich Feinkontakt. Ich will wohl Feinkontakt haben. Das Interessante ist, ich habe die Waffentüren direkt geöffnet, also die Ärmchen, die Klappen sind oben. Aber die armen Waffen hier, die kriegen, also die Raketen, die kriegen irgendwie so selten mal irgendwie einen richtig fiesen Crit ab, also einen kritischen Treffer. Das geht tatsächlich alles bevorzugt auf den, wow, auf den Torso, super, nicht? Ich hab, na. Jetzt das Match, wo ich den getestet habe, habe ich mir noch gedacht, scheiße, ich muss da Consumables einbauen, wenn das Match vorbei ist. Jetzt stehe ich hier wieder ohne Consumables. Hier eine UAV oder da hinten Strike rein. Wenn man zu doof ist, hat man das halt nicht. Da muss man halt damit leben, dass es nicht da ist. Auf jeden Fall ballern die meisten Leute einfach wirklich nur stumpf auf dem Torso. Was hier dann schon mal ein netter Vorteil ist, sodass die Armwaffen länger überleben. Und im Twist kann man dann tatsächlich seitlich mit den Armwaffen. There's huge incoming through the H line. Jetzt gehe ich immer weg. Da habe ich doch einiges wandern sehen von H7 und H8 unten. In diesem sogenannten, wir nennen es mal Canyon Stormcrow. Pew! Wow. Ja, jetzt hier ein Strike, wie ich gerade sagte. Ach du Scheiße. Ich pushe hier tatsächlich nicht gerade rein. Und der freaking King Crab. Und freaking alles einfach. Dann run away. Das war ein bisschen zu doof. Where are you going? Oh Gott. Die sind überall. Egal, wo man sich hinstellt. Keine Frage. Autsch. Eine Heavy Gauss, Junge. Aber CT ist schon mal schön angeröstet. Dieses Kirschrosch steht hier mit dem Boden. Steht im Schlacht. Gut, Seitentor so weg. Du da vorne. Das ist der Atlas, den wir vorhin mal gesehen haben. Auf die Kingcraft setzen. Ah, nicht meiner, aber zerstörter Mac ist ein guter Mac. Atlas mit 4 mm 10 an. Ultra C20, diverse Extended Range Medium Laser, Schritt zurück, Strike. Da kommt auch was hinter uns an. Ein Enforcer, oder? Ah, gerade. Autsch. Oh shit.
Oh Gott, ich muss sie weg. Oh mein Gott. Team, wo seid ihr? Wir sind gleich wieder der linke draußen weggesprengt. Der linke MMM-Werfer ist auf jeden Fall hier, oder? Bisschen Schwiss muss man hier halten. Das ist okay. Genau, das wollte ich vermeiden, damit ich meine Feuerkraft noch erhalten kann. Zwei erst die 10er und 4 Smallender. Oh, und hier kommt ein Strike. Strike? Jo, ich hab voll die Sprachstörung. Oh mein Gott. Strike. Storaiku. Lass mich vorbei, du Allerpfeiler. Alter, Donny hier so komisch vor zurückwickeln. Hinter, ruf da. Lauf. Meine Güte, lauf. Ich weiß, ich sitze in einem Assault Mac, in einem Sturm Mac, einem sogenannten. Ich kann gut reden, aber ey, mein CT ist auch aus. Das war doof und come on. So ein bisschen im Weg. Okay. 12 zu 4. Kann man mit leben. So, kicken wir einmal auf. Well played, ja. Ja, wobei doch schon. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war schon recht effektiv gespielt eigentlich. So, hier sehen wir dann einmal auch eine etwas höhere Schadenszahl, dafür weniger Killing Blows. Das aber soweit doch in Ordnung für mich. Bei 10 Assists, 632 Damage, das heißt, ich habe meinen Teil für das Team geleistet. Sind wir hier einzusort. Alter, Annihilator, 5 Kills, 805 Damage. Respekt, Buddy! Der Build, ihr habt ihn dann jetzt ja wahrscheinlich schon in dem letzten regulären Gameplay-Video gesehen. Ich zeige euch trotzdem nochmal auch die Skillung für all diejenigen, die das letzte Video vielleicht nicht mehr so ganz parat haben im Kopf oder einfach sich so denken, oh, lass ich halt laufen, weil ich mag, wenn es läuft. Und es ist ja auch immer gut, wenn es läuft. Wenn es nicht laufen würde, hätten wir hier keine Wildnis. Komm mal, werden wir fertig mit Loading. Mir geht das nur mit Geschwafel nämlich gerade aus. Bitte! Oh, endlich, danke. Also, der sieht auch noch immer unverändert aus, dieser hübsche Mac. Yeah! So, Maglev. Der Bild sieht dann inzwischen wie folgt aus. Anstelle der 30er sind es MM20 geworden. Targeting-Computer ist hinzugekommen. Mehr Zoom, mehr Sensorreichweite, Targeting-Time, Beam-Range-Boost ist erhöht. Also die Reichweite von Strahlen, Projectile-Speed, das heißt, Rocketen fliegen schneller und einen kleinen Bonus auf die kritische Trefferchance. Wobei es ist schon okay. 0,6% auf den einfachen Crit ist in Ordnung. Ist auch egal. Und hier natürlich die Beagle Active Probe, was mir immer doch schon fein gefällt. So, die Skills. Naja, und jetzt halt schneller, hat ein Heatsink mehr, verursacht weniger Hits und sowas, das, was man halt schon mal gehört hat. Das ECM habe ich hier entsprechend gepusht, da die beiden bis zu den ECM-Nodes hingearbeitet. Bei Firepower dafür ein bisschen reduziert, was die Raketen angeht. Hier das Ganze ein bisschen Cooldown und Heat Generation weg. High Explosive Missile Rack. Also Munition, dass die Dinger mehr Schaden machen, wenn sie critten und sowas. Bisschen was oder viel was rausgenommen, aber für meinen persönlichen Geschmack lohnt sich das, weil man nun mal konstanter ballern kann. Das macht definitiv mehr Sinn, als dass man hier insgesamt 20 Medium Range Missiles mehr hat pro theoretischem Alpha Strike. Dafür aber das Problem dann, dass man ja zu schnell heiß läuft, wenn man jetzt die beiden 30er abfeuert. Von daher ist es für mich so auf jeden Fall in Ordnung, eher schneller, jetzt effizienter, was den Mac insgesamt effizienter macht. Ein hoher Alpha Strike ist nicht immer besser als eine permanente Feuerkraft. Also ihr könnt durchgehend 10 Schaden alle 5 Sekunden machen oder ihr macht auf einen Schlag 50 Schaden in einer Sekunde, habt aber dafür so viel Hitze, wie ihr sonst nur in 10 Sekunden verursachen könnt. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Viel Schaden und viel Hitze auf einen Schlag, sodass man viel warten muss. Oder konstant Damage raushauen. Und konstant Damage raushauen ist in vielen Fällen dann auch mal nochmal wieder besser. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag. Ich winke euch dann jetzt einfach nochmal mit beiden Händen zu. Und jetzt asynchron. Ihr könnt mitwinken, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.